Ein Hickersberger folgt auf den nächsten. Thomas Hickersberger hat ja erst kürzlich das Trainerteam wieder verstärkt und jetzt kehrt auch noch Josef Hickersberger zurück. Der 69-Jährige ist wieder ein Grün-Weißer. Er wird den Beirat verstärken, dem Gremium aus Sport und Wirtschaft, und somit wird er den Präsidenten Michael Kramer in sportlichen Fragen sicherlich unterstützen können, denn nach den letzten Jahren, da hat man doch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen. Da sollte man wieder auf den Weg zurückkehren und man strebt natürlich auch an, in den nächsten Jahren oder vielleicht schon in der kommenden Saison wieder um den Meistertitel mitzuspielen. Derzeit Rapid ja auf der dritten Position, am Sonntag das Wiener Derby, das hat ja auch wieder für Furore gesorgt. Da gab es diese Ausschreitungen, die Spielunterbrechungen und man möchte sich jetzt wieder aufs Sportliche fokussieren. Auch sportlich gesehen muss man jetzt schauen, wie man personell über die Runden kommt, denn 3 Verletzte hat dieses Derby auch rausgebracht. Neben Stefan Schwab, der schon im ersten Abschnitt ausgeschieden ist, auch Luis Schaub und Poli Bolingoli mit etwas langfristigen Verletzungen. Also die werden die nächsten Wochen durchaus fehlen. Und Josef Hickersberger, wie gesagt, jetzt im Beirat mit dabei. Er soll die Grün-Weißen wieder ein bisschen zurückführen in die Erfolgsspur und auch in sportlichen Fragen, wie gesagt, ein bisschen unterstützen. Denn Zoki Barisic, der ja vor 1,5 Jahren entlassen wurde, das war eine der größten Fehlentscheidungen, die man damals getroffen hat. Denn da hat damals die Berg- und Talfahrt begonnen, die mehr eine Talfahrt war. Und jetzt in dieser Saison hat man sich wieder ein bisschen akklimatisiert, ist auf dem dritten Tabellenplatz, aber man wird in dieser Saison kein Wörtchen um den Meistertitel mitreden. Josef Hickersberger, der 69-Jährige, der Meistertrainer von 2005, also wieder zurück bei den Grün-Weißen.